Hallo und willkommen. Ich habe ein neues kostenloses Videoschnittprogramm entdeckt. Es heißt Olive oder Olive. Es ist Open Source, komplett kostenlos, scheint recht stabil zu sein und vor allem ist es recht schnell. Schneller als viele andere Videoschnittprogramme, denn es benutzt die Grafikkarte richtig, um Videos anzuzeigen. Ich habe es hier schon runtergeladen. Man kriegt die Software kostenlos von olivevideoeditor.org. Im Download-Bereich kann man nicht nur einen Installer herunterladen, man kann auch eine ZIP runterladen, aus der man es einfach extrahieren kann. Da kann man es auch auf dem Schulrechner laufen lassen oder wenn man keine Adminrechte auf dem eigenen Rechner hat, dort auch. Im Ordner muss man einfach nur Olive rechts klicken und dann alles extrahieren drücken und extrahieren und kurz warten. Es ist übrigens unter 50 MB und wenn man den Installer runterlädt, ist es sogar unter 30, glaube ich. In dem Ordner gibt es dann den Olive-Ordner und hier muss man dann Olive finden, kann man einfach eintippen und einfach doppelklicken. Und hier muss man noch sagen, trotzdem laufen lassen. Und schon ist man drin. Als erstes, falls die Sprache nicht automatisch Deutsch ist, können wir in Tools Preferences hier bei Language von Englisch auf Deutsch umstellen. Einfach mit OK bestätigen. Und wir haben im Menü Datei bearbeiten, Ansicht, Wiedergabefenster, Werkzeuge, Hilfe und so weiter und so fort. Es geht sofort weiter. Bitte abonniert den Kanal, wenn das Video bisher hilfreich erschien. Ohne mehr Abos wird dieser Kanal von YouTube leider als minderwertig behandelt. Jetzt mache ich damit weiter, dass ich ein paar Videodateien einfach in diesen Bereich, in den Projektbereich reinziehe. Und außerdem zwei Bilder und eine Musikdatei. Der Projektbereich sieht wahrscheinlich so am Anfang aus. Mit diesen drei Knöpfen kann man umherschalten, wie es aussieht. Und mit diesem Zoom-Balken kann man die Größe der Vorschau verändern. Als erstes ziehe ich mal mein Hauptvideo auf die Timeline. Ich fange mal damit an. Und das kann ich hier auch verschieben, indem ich es nach links und rechts ziehe. Im Intro von meinem Video will ich dieses Bild haben, also schiebe ich dieses Bild hier rein. Ich kann das auch auf einem neuen Track loslassen, dann wieder verschieben und auch auf den unteren Track verschieben. Hier habe ich eine kleine Lücke. Ich mache mal die noch ein bisschen breiter, rechtsklicke hier rein und Ripple Delete Empty Space. Dieser Begriff wurde noch nicht übersetzt. Ripple Delete wird es, glaube ich, auch im Deutschen genannt. Dann ziehe ich noch weitere Videos rein und noch ein Bild fürs Outro. Ich fange damit an, dass ich die Videos ineinander bringe. Wenn sie nah genug aneinander sind, dann gibt es diese weiße Linie und sie kleben aneinander. Diese leere rechtsklicke ich und Ripple delete. Und jetzt will ich Übergänge zwischen diesem Bild, welches ich übrigens runterskaliere und etwas ändere in der Position, damit man es besser sieht. Und diese Videos passen jedoch alle rein. Wenn eins zu groß oder zu klein wäre, könnte ich das auch skalieren. Mit STRG Z kann ich Änderungen rückgängig machen und ganz viel herumexperimentieren. Um also einen Übergang einzubauen, statt diesem Schnitt, werde ich dieses Tool benutzen, das Übergangswerkzeug. Kann man auch mit T auswählen, dann muss man auswählen, welche Art Übergang. Cross-Dissolve ist aktuell das einzige für Videoübergänge. Und wenn ich meine Maus über diese zwei Clips halte, kann ich klicken und ziehen. Zumindest sollte ich das können. Aber aktuell, weil keine Frames übrig sind von diesen Videoclips, kann ich erstmal keine Übergänge machen. Was ich machen kann, ist auf der linken Seite hier nur vom Bild einen Crossfade ins Schwarze oder in den Hintergrund machen. Und auf der rechten Seite, wenn ich den Cursor weit genug nach rechts bewege, kann ich das gleiche mit dem Videoclip machen. Wenn wir uns das anschauen, sieht man, das Bild wechselt zu Schwarz und dann vom Schwarzen wechselt es zum Video. Ich kann diese Übergänge auch anklicken und löschen. Ich werde mal jetzt dafür sorgen, dass es einen weichen Übergang zwischen diesem Videoclip und dem nächsten gibt. Dafür positioniere ich den Playhead hier, dafür klicke ich und ziehe auf dieser Timeline hier oben und drücke auf W auf der Tastatur. Jetzt habe ich auf der rechten Seite von diesem Clip was abgeschnitten und wenn ich hier hinklicke und Q drücke, dann schneide ich was von der linken Seite von diesem Clip ab. Jetzt kann ich mit dem Cross-Solve-Tool einen weichen Übergang herstellen. Und hier kann ich das gleiche machen. Jedoch fängt hier die Musik plötzlich an. Um Audioübergänge weich zu machen, drücke ich einfach T und wähle einen der drei unteren Fades aus, zum Beispiel den exponentiellen. Und dann kann ich hier auch einen Übergang erstellen. In diesem Fall von einem leisen Video in eins mit Musik. Deutlich besser. Ich mache hier am Ende noch etwas von diesem Clip weg und dann füge ich noch einen Cross-Dissolve im Bild am Anfang vom Bild zum schwarzen Hintergrund. Und vom schwarzen Hintergrund zum ersten Video ein und das gleiche hier hinten. So.
Wir können auch Clips über anderen Clips haben, also sie auf verschiedene Ebenen platzieren. Und zum Beispiel kann ich diesen Clip hier nach oben in die Ecke schieben und kleiner machen. So wie zum Beispiel bei einem Kommentarvideo. Das springt dann plötzlich rein, da kann man auch wieder mit Transitions was machen. So, jetzt kommt es weich rein. Und geht auch weich raus. Clips kann ich auch kürzer machen, indem ich auf die rechte Seite klicke und verschiebe. Oder auch auf die linke. Jetzt will ich dem Ganzen noch Musik geben. Dafür werde ich hier diesen Fade entfernen mit der Löschen-Taste auf der Tastatur. Und hier werde ich diese zwei Clips voneinander trennen mit Rechtsklick, Verbinden, Trennen. Und jetzt kann ich auf den Audio-Clip klicken und ich kann ihn einfach löschen mit der Entferntaste. Oder ich kann ihn rechtsklicken und Einblenden, Ausblenden auswählen. Komische Übersetzung. Ich lasse mal die anderen, wie sie sind. Aber jetzt füge ich Musik hinzu. Hier, die Datei. Ich ziehe sie mal einfach auf diesen Track, wo ein Clip ist, der leer ist. Und das sollte automatisch überschrieben werden. So. Jetzt möchte ich noch, dass die Musik woanders anfängt. Hier zum Beispiel. Da kann ich zum Beispiel mit Steuerung K schneiden, wo ich gerade bin. Und dann kann ich diesen Teil löschen mit der Löschentaste auf der Tastatur. Und das Ganze nach links verschieben. Ich kann aber auch das Schnittwerkzeug benutzen. Schneidewerkzeug mit C auswählbar auf der Tastatur. Und dann kann ich einfach draufklicken. Und ein Schnitt wurde hinzugefügt. Das hier kann ich dann auch mit Rechtsklick löschen. Wie man jetzt hier hört gleich, ist die Musik inzwischen aus. Diese Musik will ich am Ende und am Anfang noch faden lassen. Also wie gehabt, Exponential Fade. Rein und raus. Ich zoome übrigens in der Timeline mit Steuerung Mausrad die ganze Zeit. Und bewege mich links-rechts mit dem Mausrad ohne Steuerung. Jetzt möchte ich Titel hinzufügen. Dafür drücke ich auf dieses Plus hier unten. Da steht Title, Titel. Und mit diesem Werkzeug kann ich jetzt einen neuen Clip erschaffen, indem ich reinklicke und ziehe. Und ich mache mal hier diesen Sample-Text. Man kann da kaum sehen, aber da ist Text. Ich klicke wieder auf diesen Clip. Hier kann ich den Text verändern. Transform kann ich mal einklappen. Und das nenne ich mal App. Pro is the best. Und um die Schriftgröße zu verändern, gehe ich mal auf Edit Text, wähle wieder alles aus, klicke hier auf diese Zahl, das wird mal 128. Mal schauen, wie das ist. Ja, passt noch, ein bisschen groß. Ich mache mal hier ein Enter hinter dem App Pro. Enter. Okay, so viel besser. Und ich will die Font ändern, also die Schriftart. Dafür benutze ich dieses Dropdown-Menü. So, gefällt mir gut. Dem Text gebe ich noch einen Schatten, weil der Hintergrund ein bisschen zu sehr wechselt zwischen dunkel und hell. Dafür setze ich den Winkel des Schattens auf 45, damit es nach rechts unten fällt. Die Distanz setze ich auf, ja, 10. Und ich habe ganz vergessen, den Schatten anzumachen mit diesem Häkchen hier. So, sehr gut. Mit Schatten, ohne Schatten. Großer Unterschied. Ich will den Schatten auf jeden Fall behalten. Okay, der Text soll mal auch nicht so starr sein. Dafür will ich ihn ein bisschen animieren. Am Anfang soll er die Position irgendwo links im Bild haben. Also ziehe ich diese Zahl einfach nach links. Und ich mache jetzt die Keyframes an mit diesem Icon. Und dann klicke ich auf der Timeline, wann der Titel im Bild sein soll. Und dann klicke ich hier drauf und drücke 0. So, das schauen wir uns mal an. Okay, ganz schnell eingeblendet, finde ich gut. Das gleiche mache ich hier hinten. Ich wähle aus, an welcher Position der Text anfangen soll, sich rauszubewegen. Dann drücke ich hier auf das Keyframe-Icon und dann gehe ich ans Ende. Dafür benutze ich die Pfeiltaste runter und Pfeiltaste links, um einmal nach links zu gehen, um einen Frame. Und zu diesem Frame soll es sich nach unten bewegen. Dann ziehe ich einfach die zweite Zahl hier nach unten und ein Keyframe sollte automatisch erstellt worden sein. Schauen wir uns mal an. Tatsächlich. Wenn man irgendein Wasserzeichen oder ähnliches haben möchte, kann man das auch einbauen. Ich ziehe mal noch ein Bild rein. Das ist nicht so groß wie das Video. Es könnte auch zu groß sein. Man kann es einfach mit Skalierung kontrollieren. Ich packe es einfach mal in die rechte obere Ecke. Ich kann es auch halbtransparent machen mit Deckkraft.
Und wenn ich es nach oben verschiebe und einfach nach links, ganz weit nach links schiebe und nach rechts die Seiten davon, dann überlappt es das gesamte Video. Den Titel kann ich übrigens jetzt kopieren. Ich rechtsklicke mal, drücke Kopieren und rechtsklicke hier und drücke Einfügen. Und den verschiebe ich jetzt mal so, dass er ganz am Ende ist. Und dann kann ich einfach den Textinhalt verändern. Danke fürs Zuschauen. Und die Animationen davon wurden auch kopiert. Da mache ich noch eine kleine Änderung. Und zwar will ich, dass es am Ende im Frame bleibt. Es soll nicht sich rausbewegen. Dafür lösche ich einfach diesen Keyframe. Ich drücke mal drauf und drücke die Löschen-Taste auf der Tastatur. Den hier kann ich auch löschen, den brauchen wir nicht. Und in diesem Fall soll es sich nicht von links nach rechts bewegen, sondern ich mache mal das in die Mitte. Ich drücke mal drauf, drücke 0. Es soll sich von oben nach unten bewegen. Und das schauen wir uns mal an. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Was war da los? Okay, Keyframe 2, Keyframe 1. Ich glaube, wir haben die zwei Keyframes gemeinsam verändert. Also jetzt stelle ich sicher, dass keins davon ausgewählt ist. Gehe auf den zweiten Keyframe mit diesen Pfeil-Buttons und drücke jetzt auf Position. Position, drücke auf 0. Und wenn ich auf den ersten springe, ja, dann ist der Wert wieder gut. Schauen wir uns mal an. Der letzte Schritt ist, das Ganze zu exportieren. Wir gehen auf Datei, Exportieren. Steuerung M geht auch. Und mit komplette Sequenz exportieren wir das ganze Video. Wir können auch alternativ mit I auf der Tastatur und O diesen blauen Bereich beschränken. Und wenn wir dann auf Datei exportieren gehen, dann wird automatisch Into Out, In bis Aus ausgewählt. Mit der Taste G, so zumindest die Standardbelegung, können wir diesen In-Out-Bereich löschen. Also bei Datei exportieren, prüfen, was ausgewählt ist. LibX264 ist die beste Wahl, finde ich, für die meisten von uns. Die Auflösung sollte sich an die Sequenz halten, die Framerate auch. Die Qualität hingegen hat die komische Eigenschaft, dass 0 am allerbesten ist von der Qualität her und 51 die schlechteste ist. Wenn man echt 51 benutzt, dann sieht das Video aber furchtbar aus. Das zeige ich euch mal schnell. So sieht das nämlich aus. Furchtbar. Wow, also es ist ein interessanter Effekt, aber nicht etwas, was man wirklich haben will. Es sei denn, man macht ein Glitch-Video gerade. Danke fürs Zupixeln. Also nochmal zurück in Datei exportieren. Ich empfehle 20. 15, wenn man wirklich bessere Qualität haben will. Ich empfehle nicht 5 oder gar 0 zu benutzen. Wenn man diese Werte benutzt, dann wird das Video unglaublich langsam. Man kann es kaum abspielen. Also, nee, 20 ist meine Empfehlung. Also einfach Export drücken, Dateinamen eingeben und Enter drücken und dann hier warten, bis es fertig ist. Das Video erscheint zwar schon als Datei hier, aber man sieht, es ist noch viel zu klein und langsam wird es größer und größer. Und wenn dann der Balken fertig ist, kann man es irgendwann dann endlich hochladen. Bitte abonniert den Kanal, wenn das Video geholfen hat. Ich brauche echt mehr Abos, damit dieser Kanal auf YouTube mehr Bedeutung hat. Gebt dem Video ein Like, wenn es geholfen hat und lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Videoschneiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!